Winter in Finnland. Ganz Lappland liegt unter einer Decke aus Schnee, Stille und Besinnlichkeit. Ganz Lappland? Oh nein! Ja, wo kann man schon mal mit einem richtig teuren Sportwagen so ohne Rücksicht auf Verluste durch Eis und Schnee heizen? Das geht hier im Norden von Finnland. Hier ist es zum einen sehr kalt und zum anderen gibt es einfach wahnsinnig viel Platz. Und Porsche hat hier auf einem riesigen Gelände mehrere Strecken aufgebaut, wo man mit dem Auto seiner Wahl einfach mal so richtig schön driften üben kann. Ich habe mir dafür den 911 Turbo S ausgesucht und ich kann eigentlich nur so viel sagen, es ist der totale Hammer. Auch wenn man bisher noch wenig Erfahrung mit dem Fahren bei Extrembedingungen hat und von der vielen Physik in der theoretischen Einweisung etwas eingeschüchtert ist, am Steuer merkt jeder sehr schnell, was geht und was nicht. Auf den Handlingstrecken wird aus dem anfangs noch sehr unkontrollierten Unter- oder Übersteuern schnell ein präzises, elegantes Driften, inklusive malerischem Schneegestöber. So, wozu das alles? Es macht unfassbar viel Spaß. Und der Fahrer lernt viel über sein eigenes Verhalten und die Reaktion des Autos. So gewinnt man auch Sicherheit für Situationen im alltäglichen Straßenverkehr. Und wenn's mal nicht klappt, kein Problem. Es kann ja nichts passieren. Die Landung ist immer weich. Zum krönenden Abschluss dürfen wir noch zwei Runden im 918 Spider drehen. Leider nur als Beifahrer. Aber auch das ist ein Erlebnis. In diesem unglaublichen Auto mit 887 PS, das über 750.000 Euro kostet. Und irgendwie beruhigt diese Fahrt ein wenig das Gewissen, denn über den ökologischen Fußabdruck, den wir auf unserer Reise hinterlassen haben, wollen wir gar nicht erst nachdenken. Der Ausklang im Hybrid-Sportwagen, der nur 3 Liter verbraucht, versöhnt uns zumindest ein kleines bisschen mit der Natur.